Gebet ist keine Zeremonie, es liegt eine große Bedeutung darin. Wir können aus den Gebeten der Menschen ersehen, dass sie Gott direkt dienen. Wenn du Gebet als eine Zeremonie ansiehst, dann wirst du Gott nicht gut dienen. Ohne Gebet kannst du nicht arbeiten. Gebet führt Dienst herbei, es führt Arbeit herbei. Wenn du ein Mensch bist, der Gott dient, aber nie ernsthaft warst, nie aufrichtig im Gebet, wenn du auf diese Weise dienst, wirst du scheitern. Sagen, wenn deine Gebete nicht wahr oder aufrichtig sind, dann wird Gott dich nicht zählen, du wirst ignoriert. Der Heilige Geist wird nicht in dir wirken. Wenn du Gebet als eine Zeremonie ansiehst, dann wirst du Gott nicht gut dienen. Ohne Gebet kannst du nicht arbeiten. Gebet führt Dienst herbei, es führt Arbeit herbei. Wenn du ein Mensch bist, der Gott dient, aber nie ernsthaft warst, nie aufrichtig im Gebet, wenn du auf diese Weise dienst, wirst du scheitern. Gott nicht gelästert zu haben, nicht gestört zu haben. Aber es ist schön, wenn du deine Arbeit selbst verrichtest. Du widersetzt dich Gott von Natur aus. Ohne Gebet kannst du nicht arbeiten. Gebet für Dienst herbei, es führt Arbeit herbei. Wenn du ein Mensch bist, der Gott dient, aber nie ernsthaft warst, nie aufrichtig im Gebet, wenn du auf diese Weise dienst, wirst du scheitern.